Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu der neuen Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen Kung-Fu-Action gebracht, ihnen unsere Fäuste gezeigt, also den bösen Handlanger von Grape. Und heute werden wir wieder irgendeinen mysteriösen Fall hier untersuchen. Da bin ich schon mega gespannt. Die Verschwörung im Regen. Bin gespannt, was für eine Verschwörung dort geplant ist. Hat unser Mitdetektiv eventuell was geplant? Oder planen die Fiesen was? Machen wir nicht so ein großes Geheimnis raus. Rein da! Na Leute, wollen wir wetten, wie viel ich heute falsch gesse? Diese Wand hier ist eindeutig fake. Hallo, mein Hilfsdetektiv. Okay. Ich lese so lange ein bisschen Zeitung. Ich lese. Da ist er doch. Nein. Deine da hat Angst. Du siehst mich nicht. Du wurdest blind geboren. Ja, hast recht. Zeit, den Laden aufzumachen. Warum verfolge ich ihn eigentlich gerade allein? Hey! Was soll das denn? Sabotage! Also wirklich, da sabotiert er mich einfach. Der Plan läuft wie am Schnürchen. Die, ihr wisst schon was, ist bald bereit. Wir treffen uns versteckt. Passt auf, dass man euch nicht folgt. Es gibt also einen großen Plan, aber wo ist der Verdächtige hin? Wollte ich die nicht eigentlich eher so quietschen vorlesen? Da ist eine Pfütze. Hat es etwa kurz geregnet? Er ist definitiv in der Mülleimer. Ich gucke aber vorher. Eventuell, ja, hier. Der hier. Ist auf jeden Fall wichtig. Ich liebe die von Victor von Fantastisch. Aber ich weiß wirklich nicht, welches davon echt ist. Ja, woher soll ich das denn wissen? Bitte finde heraus, welches Gemälde echt ist. Ich habe von Kunst keine Ahnung. Ich hatte Kunst der 6. Das Gemälde mit dem Schloss wurde nicht von mir gemalt. Lass dich nicht täuschen. Ich bin einfach nur ein Künstler, niemand Wichtiges. Neues dieser drei Gemälde ist ein Original des bekannten Malers Victor von Fantastisch. Ich gebe dir ein kleines Geschenk, wenn du herausfindest, welches es ist. Ob mir etwas seltsames aufgefallen ist? Naja, ich hörte jemanden durch eine Pfütze laufen. Ich bin noch viel zu fein, um mir die Schuhe in eine Pfütze schmutzig zu machen. Wie, jemand Verdächtiges? Nein, ich bin schon lange hier und habe niemanden gesehen. Okay, welches Bild ist wahrscheinlich richtig? Ich glaube, er wollte mir darauf hinweisen, dass das Schloss das Richtige ist. Ein Romanschloss von Victor Fantastisch. Das ist eindeutig das richtige Bild. Ich weiß schon, warum ich eine 6 in Kunst habe. Also hatte. Schule ist über 10 Jahre her. Ich habe legit keine Ahnung.
Ja, der Detektiv, was denn sonst, ne? Bist ein großartiges Auge für Schönheit. Diese echte fantastisch soll dir gehören. Ich wusste, dass du dieses Rätsel lösen kannst bei einer Detektivarbeit. Was sagst du? Dieses Gemälde ist für mich sehr gut. Ich danke dir. Dann ist dies für dich. Oh, danke. Ich zumindest schon mal die Schleife. Nein, der ist in den Mülleimer gekrabbelt. Hier liegen alle möglichen Dinge herum. Ob sie zu einem der Leben hier gehören? Aber die Fußspuren führen in den Mülleimer. Welche Gedanken, dass es in Dorn eine verborgene Gasse gibt? Sehen wir sie uns an. Was ist jetzt mit den anderen Dingern? Offenbar nicht wichtig. Dann gehen wir einfach mal in diese Gasse rein. Kabel, Kabel. Oh, tut mir leid. Ich mach das sofort weg. Da ist er wieder. Niemand fischt uns nicht. Nein, bin ich nicht. Er wurde blind geboren. Also ist das eh kein Problem. Da hinten leuchtet's. Ich will wahrscheinlich zu der Tür. Ich will da wahrscheinlich rein. Falls ich rein kann. Nee, kann ich nicht. Diese Tür scheint etwas offen. Oh, sieh mal, Münzen. Hätte ich vielleicht bei der einen Tür gerade eben trotzdem einfach reingehen können? Wenn ja, war da wahrscheinlich ein Stern drin. Man munkelt, dass sich hier irgendwo ein Maditenversteck befinden soll. Hier sind diesmal keine Fußspuren. Wir können jetzt die, ihr wisst schon was, fertigstellen. Treffen wir uns im Versteck. Hm, jemand Verdächtiges? Ich habe niemanden gesehen. Vielleicht ging er in eins der Häuser. Hoffentlich nicht das, in das von meinem Bruder und mir. Wir wohnen in der Wohnung ganz rechts. Ich kann damit ja prüfen. Also wir wissen ja, dass das hier nicht die richtige Tür ist. Aber hätte ich, könnte ich da einfach trotzdem rein? Ich kann sie zumindest einfach öffnen. Da ist ein Stern. Die ist bestimmt richtig. Das ist eine Blüte. Okay, never mind. Vielleicht hat ja einer von den Leuten hier einen Tipp für mich. Ja, jemand Verdächtiges? Ja klar, beim Miethaus dort habe ich jemanden gesehen. Mein Kumpel wohnt im Miethaus dort die Straße und vielleicht lädt er mich mal ein. Meine Mitbewohner und ich sind vor kurzem in die Wohnung mit dem Blütenrelief eingezogen. Okay, das in der Mitte ist richtig. Und ich gucke jetzt gerade extra hier. Wir wollen ja keinen Stern übersehen oder am Podest. Weil sowas übersehen wir sehr, sehr leicht immer. Vor allem bei dem Detektivkram ist es echt leicht, das Zeug zu übersehen. Kann ich eigentlich an dir vorbei? Ja. Und jetzt werde ich die bittere Wahrheit kennenlernen, dass ich schon einen übersehen habe. Du leuchtest so schön blau. Komm, die bittere Wahrheit. Ich habe schon einen übersehen. Richtig? Als ob ich gewusst hätte. Ich hätte wahrscheinlich trotzdem einfach die Tür öffnen sollen. Wir sind noch relativ nah am Anfang vom Level. Ich guck mal eben kurz im vorherigen Gebiet nochmal.
Okay, Leute, ich habe jetzt das vorherige Gebiet noch einmal komplett abgesucht. Ich habe nichts gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo da ein Stern gewesen soll. Ich habe sogar hier das Gebiet noch mal komplett abgesucht und nichts gefunden. Also ich kann das hier sogar noch mal mit euch ablaufen hier, aber ich bin hier schon mit der Lupe lang gegangen. Hier ist nichts. Hier ist jetzt auch nichts irgendwo, wo ich irgendwie hier Pose machen kann und das Spiel dann sagt, ja, hier ist was. Oder ist vielleicht einfach die richtige Tür hier die ganze Zeit schon der erste Stern? Wenn ja, dann ärgere ich mich jetzt. Warum dann die Säule da hinten als der zweite markiert ist? Nee, das ist der erste. Ach komm, und ich suche extra nochmal das erste Gebiet ab, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt einen Stern verpennt. Ja, geil, danke. Mach das auch lieber andersrum, dann bin ich nicht zehnfach verwirrt. Schon mal für diese Stadt. Unser Geheimnis an einem geheimen Ort. Und fertig, sehr gut. Die Bombe ist bereit. Hast du gerade Bomben gesehen? Halt doch die Klappe! Sie haben uns erwischt und schleicht die Zeit weg. Setzen wir den Plan sofort in die Tat um. Vielleicht das nächste Mal schnell Klappe halten. Die wollen irgendwas in die Luft jagen. Das will ich erstmal gönnen. Das war überlebenswichtig, dass ich das mir jetzt erstmal gönnen. Das ist ja furchtbar. Die wollen etwas in die Luft sprengen. Und wenn wir wissen, was ihr Ziel ist, können wir sie aufhalten. Du bist doch Detektivin. Weißt du, wo sie ihre Bomben platzieren wollen? Das sieht wie eine Karte aus. Ob das irgendwas mit ihrem Plan zu tun hat? Ja, das ist höchstwahrscheinlich der Ort, wo sie was sprengen wollen. Seht ihr schon die ganzen Bomben an, wenn auch nur eine von ihnen losgeht. Warte mal. Okay, das ist wahrscheinlich nur der Bauplan von der Bombe. Ein Teleskop. Haben Sie für die Sterne betrachtet? Sehen wir doch mal hindurch. Das ist bestimmt ein Hinweis, was Sie sprengen wollen. Auf diesen Turm ist es gerichtet, aber auch auf ein Haus. Also es könnte das Haus sein oder der Turm. Ui, das sind ja richtig gefährliche Chemikalien. Wollen Sie damit Bomben herstellen? Na nun, da ist noch was, etwas anderes. Oh, Geld. Ja, das ist immer willkommen. Platzieren an Glocke. Die Detonation Mitternacht. Okay, jetzt safe der Turm. Hier stand Ihr Plan. Aber man erkennt nur einzelne Wörter. Das Blatt wurde herausgerissen. Das ist ein exakter Nachbau des Uhrenturms der Stadt. Warum wollen die denn Uhrenturm in die Luft jagen? Das erschließt sich mir nicht ganz. Wir haben also den Uhrenturm im Visier. Ich wusste, du würdest sie durchschauen. Wir müssen die Polizei verständigen und wir sollten schnell zum Uhrenturm gehen. Vielleicht dann auch direkt mitteilen, wo sie die Bomben hergestellt haben. Danke, dass du uns wieder bei einem Fall hilfst. Wir könnten bestätigen, dass drei Personen mit einer Bombe dieses Gebäude betreten haben. Wir gehen jetzt rein. Entschuldigung, bin gegen das Mikro gekommen. Warte. Ja, allein deswegen schon. Und hier sehe ich nochmal was. Mann, immer diese Gaffer. Ständig wollen sie alles begaffen. Wir sollten den Aufzug nehmen und ihnen zu folgen. Okay, wahrscheinlich muss ich den richtigen Schlüssel jetzt raussuchen.
Hier haben sie sich ja ganz schön ausgetobt. Mit dem mächtigen Schlüssel sollte der Aufzug funktionieren. Das ist keine Treppe, das ist ein Problem. Jetzt habe ich lange Zeit angeschaut, dass mir schon richtig der Kopf schwirrt. Irgendwie müssen wir es schaffen, den Aufzug in Betrieb zu setzen. So viele Schlüssel sollten damit unbefugt abgeschreckt werden? Etwas übertrieben. Das ist höchstwahrscheinlich der hier, weil das einfach eine umgedrehte 6 ist. Die 9 sieht aus, als würde sie gleich runterfallen. Das ist der richtige Schlüssel. Oder ist ja in Wirklichkeit der Schlüssel für den 6. Stock? Was ist hiermit? Diese Zahl wurde übermalt. Man kann nicht erkennen, was da einmal stand. Einfach mal, weil ich wissen will, was da eigentlich war. Also es war nicht der richtige Schlüssel, aber... Okay, ich darf es nicht herausfinden. Mich hätte interessiert, welcher Schlüssel das gewesen wäre. Es ist irritierend, dass ich eine andere Taste als A zum Ansprechen nutzen muss. Das ist geschafft, jetzt können wir ihnen folgen. Yeah! Guck mal, da tanzen sie direkt. Die Zahl stand also auf dem Kopf, gut gemacht. Genug mit all den Zahlen, wir fahren nach oben. Ich wollte zeigen, was ich kann und den Turm hinaufklettern, aber so geht es natürlich auch. Uns kann kein Rätsel aufhalten, solange wir eine Detektive wie dich haben. Wo bleibt mein Stern? Ich konnte hier einfach nach unten. Ich habe jemanden gefunden. Warte mal, ich lasse ihn noch da stehen. Allein schon, um Stern zu suchen. Wir wissen, dass hier einer ist. Die Maniken könnten auf diesem Stockwerk sein. Sei vorsichtig. Sie verstecken sich oben im Uhrenturm. Alle Polizisten zu mir. Die Tür steht jetzt offen. Jetzt können wir sie erwischen. Okay, dann fange ich den doch mal eben kurz. Wahrscheinlich muss ich nämlich alle fangen. Und die geben wahrscheinlich alle einen Stern. Dann komm her. Hin, mein Hof, vielleicht gehört es zu dem Mechanismus, mit dem die Uhr betrieben wird. Ja, aber da steht auch jemand hinter. Nicht mal versteckt. Bist mega offensichtlich, Junge. Einer von ihnen hatte sich also dort versteckt. Zum Glück haben wir eine clevere Detektivin. Raus damit, wo ist die Bombe? Ja, ist die Bombe nicht. Verschenkt euch noch mehr Zeit. Was für eine Nervensäge. Geh weiter, ich kümmere mich hier um alles. Oh, gut, dass ich ihn aufgesammelt habe. Wahrscheinlich gibt jeder von denen einen Stern. Weil in dem Tief kriegt man die Sterne mehr oder weniger hinterhergeworfen. Dafür sind sie aber auch mega versteckt. Teilweise. Also... Die Sachen an sich, also der Bonusstern und die Krawatte, beziehungsweise die Schleife. An mir kommt ihr nicht vorbei. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Übergib uns sofort die Bombe. Nee, du hast sie nicht dabei. Wo ist sie denn dann? Rede! Sucht, solange ihr wollt. Im obersten Stock ist sie jedenfalls nicht. Wir werden die Wahrheit schon erfahren. Er hat sie doch gerade genannt. Nutze dein detektivisches Können, um herauszufinden, wo die Bombe ist. Ja, im obersten Stockwerk. Warum sollte er mir die Wahrheit sagen? Wir haben die unteren Stockwerke gründlich abgesucht, aber keine Bombe entdeckt. Das hier habe ich allerdings gefunden. Du hast sicher eine Verwendung dafür. Ach, danke.
Sehr nett. Hey, er sagt, dass die Bombe nicht im obersten Stockwerk ist. Dann fragen wir ihn weiter aus. Das ist ein detektivisches Können, um herauszufinden, wo die Bombe ist. Detektiv, ich habe eine Idee. Geh mir doch mal rein. Noch eben kurz gucken. Der will uns doch bestimmt reinlegen. Die Bombe muss im obersten Stockwerk sein. Sie wollten ja auch die Glocke in die Luft jagen, hieß es. Was ist das, ein Teil von etwas? Aber wo gehört es hin? Oh. Hm, so, was, wo, in dieses Teil wo gehört? Und warum sollte es jemand verstecken? Ich suche noch mehr Teile. Da ist ein schöner Handabdruck drauf. Da ist etwas drin. Das sieht wie ein Teil von etwas aus. Vielleicht von einem Zahnrad. Mich schon, so sieht sehr aus. Wir sollten ihn lieber nicht anfassen. Ah, da drin ist etwas. Oh, lecker. Lecker Geld. Habe ich schon alle Teile von diesem Zahnrad zusammen? Wir sollten ja alle Teile sammeln, die wir finden. Tatsächlich, ja. Okay, wieder was zusammenwurschteln. Das Zahnrad ist um mehrere Teile zu brauchen. So können wir es nicht verwenden. Oh, hi. Junge, meinst du nicht, dieses Versteck ist mega gefährlich? Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier einen von ihnen finden. Gut gemacht. Meine so werte Detektivin. Hm, ich hab die vielleicht erwischt, aber die Bombe tickt noch. Tick, tick, tick. Überlass diesen nichts noch durch mir. Finde du die Bombe. Ja, und der letzte Stern ist wahrscheinlich die Bombe. Oh, wenn man genau hinsieht, erkennt man, wie er mit den Zahnrädern verbunden ist. Ich wollte nicht den Aufzug nochmal nutzen. Aktiviere dich. Die mit Detektiven hier gibt es zwei Schächte. Eine echte Detektivin erkundet jeden Schacht, den sie findet. Stimmt doch, oder? Ja, vor allem, wenn er zu ist. Man könnte auch einen Schlüssel finden. Oh. Damit kann ich die verschiedenen Schächte öffnen. Hätte sein können, dass hier was ist. So. Zahnrad dort. Schlüssel kommen her. Und jetzt geht die Uhr weiter und ich knall runter. Was für einen Schlüssel gefunden? Was macht ihr denn hier draußen? Gute Frage. Nächste Frage. Hat einer von denen wahrscheinlich dahin geschmissen. Damit man bloß nicht nach da oben kommt. Deswegen ist ja auch das eine Zahnrad kaputt. Mega gut versteckt. Die werde ich niemals finden. Ich werde diese Bombe nie im Leben finden. Ne, die ist zu gut versteckt. Es tut mir leid, Leute. Das Fass sieht. Das Brett. Der Container sieht aus, als ob ich da drauf will. Da ist auch was Tickendes drin. Also, wir haben gerade eben gesehen, dass die Bombe da ist. Die Glocke des Uhrenturms ist enorm, oder? Die hört man bestimmt in der ganzen Stadt. Bestimmt ist in dem Karton einfach nur ein Wecker drin. Das würde ich zumindest erwarten, dass da nur ein Wecker drin ist. Easy.
Moment mal, es gibt nichts zu feiern. Uns geht die Zeit aus. Was machen wir nur? Oh, eine gute Idee. Direkt unter diesem Fenster ist ein Fluss. Stop Motion. Mann, alles muss man selber machen. Detektivenschleife. Ey, wenigstens habe ich diesmal alle instant gefunden, auch wenn ich für den einen unnötig nochmal zurückgegangen bin, obwohl der gar nicht da hinten war. Und Detektivlevel abgeschlossen. Der nächste Boss. Was mag sich hinter dieser geheimnisvollen Tür befinden? Keine Ahnung, das dauert eh ein, zwei Parts, bis wir es gucken. Erstmal gucke ich mir jetzt das Detektivbild an. Geniales Bild. Dani und ich bei der Arbeit. Zumindest ist es gefühlt so. Dani verfolgt das Projekt übrigens tatsächlich, ne? Also, da gehen auch mal die Grüße raus an Dani. Aber könnten wir zwei bei der Arbeit sein, ich und Dani, wenn wir beispielsweise auch Portion Tango gespielt hätten. Dann gucke ich mir mal eben kurz die Schleife an. Bisher ist die Vogelschleife für die hübscheste Schleife. Die Kauger-Mehrfachschleife und die Patisserenschleife sehen zwar auch noch ein bisschen schön aus. Und diese einteilerfarbigen hier oben. Aber ich finde, die Vogelschleife sieht am schönsten aus. Aber schön hätte ich dem Auge des Betrachters. War eine neue Musik? Ah, okay, das war die neue Musik. Dann gucken wir mal eben kurz. Im Untergeschoss. Können da jetzt ja auch den Funkeli befreien. Der ist offenbar auf der rechten Seite. Und zwar da oben. Das lila Rätsel im Museum. Und dann treffen wir offenbar ja auch den Detektiv. Den richtigen Meisterdetektiv Funkeli. Aber das ist ein Rätsel fürs nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis zur nächsten Show.